Unsere Nostalgie wurde befriedigt, indem wir unser Heimatdorf im letzten Part besucht haben. Aber jetzt wollen wir weitergehen, denn hier gibt es tatsächlich gar nichts zu holen, so wirklich. Deswegen hauen wir auch direkt ab. Was sollen wir hier, nicht wahr? Was sollen wir hier? Hier ist nichts. Wir setzen Segel in Richtung Norden. Ich will wissen, was da oben verborgen ist. Und wie wir auf diese Insel kommen, weiß ich auch nicht. So, da ist die Insel, wo wir schon mal waren. Ne? Kennen wir ja schon alles. Genau, ab hier irgendwo. Ist auch eine Insel. Basaltinsel. Gehen wir hier mal hin. Schwefelbecken. Das klingt ja sehr appetitlich. Wenn ich da angel... Die Fische sind besonders lecker. Fehlt mir irgendwas? Oh ja. Was geht hier ab? Flop. Boah, was? Was bist du? Eine Felsengarnele. Nee, nee, nee. Da. Oh. Meine Güte. Und Lava-Koi. Gut, das war's. Yep. Also unser nächstes Ziel ist eigentlich woanders, aber ich würde schon gerne wissen, was es hier mit auf sich hat, ne? Mit dieser Insel. Ne? Was hat es hier mit auf sich? Fragezeichen. Werden wir jetzt vernichtet, weil wir hier noch hin sollen? Das kann ja alles sein, ne? Wir dürfen zumindest einmal speichern. Das werde ich auch tun. Gut. Hier ist zu. Tatsächlich, okay, wir sollen hier noch nicht hin. Gut, dann ist das versperrt. Aber wir können hier zumindest hin. Gut, also das ist damit sehr erfreulich. Da weiß ich, dass wir hier später hin sollen. Da wissen wir aber auch jetzt schon, wo das ist. Ne? Das ist auch schon mal ganz gut. Da haben wir ja schon mal geangelt. Dann setzen wir die Segel und gucken mal in Richtung Osten, was da am Rand der Weltkarte zu finden ist. Hier wissen wir ja, wo wir sind. Gehen wir erstmal hier hoch. Was heißt mit diesen Symbolen hier auf sich? Die waren ja auch um die Welt in der Weltkarte. Bei unserem Anfangsgebiet. Wieso wird die Karte nicht aufgedeckt? Ach so, wow. Und hier, die Barriere müssen wir zerstören, oder wie? Die Mesa-Höhle. Da ist schon wieder so ein Teil. Kann ich hier hochklettern? Nein. Hier kann ich auch hin. Nee, ich soll da eigentlich noch nicht hin, ne? Das ist die Sache. Himmelwärtsschreinbrücke. Ich gehe mal kurz gucken. Wahrscheinlich auch versperrt alles. Wenigstens ist wieder ein bisschen das Wetter wieder sonnig. Okay. Hier ist auch nichts. Ich darf nirgendwo hin. Gut, dann
Gehen wir weiter und gucken mal, ob wir jetzt einen Stern gleich wollen, ne? Musik. Die Musik einfach. Der sitzt da aber auch ganz bequem, ne? Ja, hier sollen wir hin. Und da legen wir an. Dschungelpfad. Oh, Dschungel hatten wir gar nicht, ne? Oh, das wird cool. Ich mag Dschungelgebiete in Rollenspielen. Wächterinsel. Die verborgene Stadt der Dokkari sollte irgendwo jenseits dieses Dschungels liegen. Wir haben den Korallenhammer. Los! Ja. Aber erst einmal gehört natürlich gespeichert, ne? Können wir was kochen? Ja, wir können was kochen. Das ist halt viel zu gut, ne? So. Okay, hier haben wir keine Fragezeichen. Wenn ich Karte drücke. Minus. Hier liegen Kristalle oder so auf dem Fußboden. Tomaten. Okay. Sehr tropisch, aber irgendwie... Was? Achso, das sind Gegner. Oh mein Gott, einfach. Kennen wir die Gegner nicht schon? Ich dachte, das wären Kristalle zum Einsammeln. Was machst du, Donner? Okay. Oh, Level Up! Sehr gut. Wird mal wieder Zeit, ne? Was mache ich denn bei dem? Komm, jetzt sind wir über 100. Ja, ich weiß nicht. Du hast sowieso zu wenig Angriff, also ich weiß nicht. Ja, hier. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Oh, warte mal. Äpfel. Die Strömung. Ah, das ist herrlich hier. Was bist du für ein Skorpion? Was hat ihr denn welche? Für welche? Du bist ein Skelettop. Oh Gott, was ein Skelettopion. Genau, so, bra bra. Okay. Hält viel aus. Was ist das? Kacksturm? Aua! Ultimativ. Seras ultimativer Angriff. Kann sie nicht. Fehlt ihr MP oder was? Aggressiv?
Das klingt jetzt nicht schlecht. Okay. 50. Oh doch, schaffen wir. Dum, 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 dum. Trommelmusik. Das Ding ist die Strömung, ne? Das ist das Problem hier. Ist hier irgendwas? Komm ich da rüber? Ah, okay. Man schafft es auch so. Ist gewollt. Wie die Seestellen wieder hochgeholt werden. Ja, das ist ein nettes Detail einfach. Die haben wirklich... Die haben sich Gedanken gemacht. Was? Da ist ein Spiegel oben. Hm. Da meldet so eine hässlichen Vögel. Wobei, kann man es überhaupt abwehren? Ich habe nicht das Gefühl. Och Mann, ich hasse es, dass man immer warten, dass man immer nicht direkt drücken kann. Das ist so schlimm, man muss mal warten ein klein bisschen. Und dann bin ich mir nicht sicher. Ach, komm, ich hau so rauf. Bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt schon drücken kann oder ob ich schon gedrückt halten kann. Okay. Ich kann da nichts ändern. Ich kann da nichts ändern. Wie denn auch? Da ist ja keine Plattform. Ah, ist das Spiel hübsch, oder? Wobei, soll ich da hoch erstmal? Ich glaube, ich sollte auch erstmal hoch. Oder ich will da erstmal hoch. Die Dinger sind schwach. Ja, okay. Das andere wäre halt das alles dasselbe, ne? Der Weg wäre dasselbe. Trotzdem frage ich mich, wie ich da hinten hin drüben hin so kommen soll. Zu der Truhe. Äpfel. Man weiß ja nicht, was man für gutes Zeug daraus machen kann. Apfelkuchen, zum Beispiel. Richtig, richtig guten Stuff.
Na gut, dann ruhen wir uns einmal aus. Der Weg ist auch anscheinend noch ein bisschen weit, ne? Kann das sein? Und einmal speichern. Sehr schön. War das so gewollt? War das so gedacht? Bin mir da gar nicht sicher. Was kommt jetzt? Ne, wirklich? Einfach so? Du! Na, na, lass uns reden. Ihr müsst die Sache hier doch keinesfalls durchziehen. Was ist denn los? Habt ihr Angst? Nicht so streitsüchtig. Wir müssen nicht zanken. Übergebt mir einfach diesen Korallenhammer, dann gehen wir wieder. Holt ihn euch doch. Drei. Los. Was? Ist klar. Mondschild, ich weiß nicht, was die können. Na, ich greife lieber so an. Was? Noch mehr? Giftige Pfeile. Okay. Ich weiß nicht, ich greife über so an, ne? Ich muss jetzt schon gegen die Leute kämpfen. Fehlt sich einfach. Ja, das ist witzlos, oder? Ich muss die Dinger unbedingt aufbewahren, wenn die am Boden sind. V-Angriff. Combo. Was ihr könnt, können wir auch. Ach, als ob die so schnell besiegbar sind.
Die sind doch immer so mächtig dargestellt gewesen. Diese Runde geben wir an euch. Die nächste, unser nächstes Treffen wird das letzte sein. 1 und 3. Okay. Die können so ein ähnliches Portal erschaffen wie unsere gute Freundin, die Piraten-Ninja. Cyber-Tusse. Haben die irgendwelche Technik, von der wir nichts wissen? So, was ist das jetzt hier? Dokaria-See. Ziemlich ruhig. Keine Musik. Unter den Wellen eines blauen Sees liegt die verlorene Stadt. Ich schwimme ja gerne, aber das hier ist tief. So lange können wir ja nie die Luft anhalten. Tja, falls es hart auf hart kommt, gibt es da etwas, was ich schon lange... Hey, seht ihr die Glocke da drüben? Sieht so ähnlich aus wie der Hammer von Moraine. Stimmt. Schlagen wir drauf, dann werden wir ja sehen. Genau, einfach draufschlagen. Dokaria-See. Ich habe ein bisschen Angst. Ich wollte jetzt mal gucken, was da, bevor ich da reingehe. Man weiß es ja nicht. Hallo, wer bist du denn? Willkommen an Dokaria-See, Reisende. Hallo, wir suchen nach dem Orakel der Gezeiten. Natürlich, eure Ankunft wurde prophezeit. Krieger der Sonnenwende sind hier immer willkommen. Das ist also der Tempel? Oh nein, der Tempel ist im Dokaridorf. Er liegt am Grund des Ozeans, tief unter diesem See. Aber keine Sorge, Reisende. Ihr werdet euch bald an die Tiefen gewöhnt haben. Kommt, der erste Schritt des Rituals ist gleich hier. Oh, wie aufregend. Sucht euch nun bitte jene Muschel aus, die euch am besten gefällt. Wir dürfen eine behalten? Ups, verdammt, geht das? Die ist doch toll. Klar, nur zu. Ich denke, ich nehme die hier. Oder vielleicht die? Lass die Zeit. Diese hier ist die schönste. Was meinst du, Serai? Wie? Klar. Okay, diese hier ist es. Gute Wahl. Und das, um das Ritual abzuschließen, müsst ihr nun zum Heiligen Hain gehen und die Muschel vom Altar trinken lassen. Nur dann wird ihre Magie in euch wirken. Welche Art von Magie? Nun, die euch unter Wasser atmen lässt. Wow. Nur so könnt ihr das Dokaridorf erreichen und euch mit dem Orakel treffen. Wird es bei uns allen funktionieren? Natürlich, wenn ihr stets beieinander bleibt, nahe beieinander bleibt, dann solltest du sie lieber nehmen. Muschel erhalten, danke. Ich werde das Nordtor des Sees für euch aufschließen. Euer Ziel liegt im Nordwesten. Okay, nichts leichter als das, nur für Muschel trinken lassen. Geht zum Heiligen Hain und achtet darauf, dass ihr der Schmerzensspitze fern zu bleiben. Klingt nicht so super, ne? Die Schmerzensspitze. Es lädt. Teich des Wächters. Machen wir erstmal angeln. Leute, angeln. Ihr wisst, wie wichtig das ist. Ich weiß noch nicht, wofür ich das eigentlich mache, aber irgendwie einen Sinn wird das wohl haben, oder?
Ah, wieder drei. Geduld muss er haben, Geduld. Nein, kommst du nicht her. Meine Güte, was für ein Vieh einfach. Weißt du, willst du eins davon? Nee. Okay, ein Sonnenkarpfen. Na komm. Geh in die Mitte jetzt. Man muss die nur in der Mitte haben. Damit, sonst darf man nicht ziehen. Ein Grünhummer. Oh, nochmal so ein. Ich meine, ich werde die Filet. So viel Filet kann ich alles später verkaufen. Du siehst mir neu aus. Ja, du bist noch neu. Okay. Ein Leuchtpiranha. Zeig her. Okay, wir haben alle. Wir können hier weg. Endlich. Ja. Das hier ist der Heilige Hain. Wir wissen, was die anderen Gebiete sind. Ich gehe nicht rein. Die Schmerzensspitze. Da dürfen wir nicht hin. Es wurde uns gesagt, das ist verboten. Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Riesenprisma. Ja, okay. Und hier? Hier ist einfach Sackgasse. Der Weg führt jetzt zwar dahin, aber ist einfach nichts. Gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, machen wir hier im nächsten Part weiter. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like, Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.